wisst ihr was, Leute? Ich würde jetzt richtig gerne als Track der Woche einen richtig knackigen Song mit einem richtig geilen Musikvideo vorstellen. Es gibt nur da zwei kleine Probleme. A, ich habe kein Musikvideo dazu. Und B, der Song ist ein Album. Und damit Hello Welt zum Track oder eben auch Album der Woche. Crimson Harvest von Moon Towers. Schönes Stück und ihr wollt sicherlich auch wissen, warum. Und das kommt jetzt. Bei dem vor ein paar Tagen erst erschienen Longplayer handelt es sich um ein Album wieder mal aus dem deutschen Metal Underground. Also wieder eine Band, die wahrscheinlich keiner kennt. Es sei denn, du wohnst in der Nähe von Koblenz, denn da kommt die Band her. Dann könntest du von diesen lokalen Matadoren schon mal was gehört haben. Und ja, da sollte man auch was von hören, denn die Musik ist ziemlich gut. Denn es ist endlich mal ein wenig Abwechslung vom typischen Death Black und Thrash Metal, den wir in der deutschen Metal-Szene so oder allgemein der internationalen Metal-Szene gerade so überwiegend vorfinden. Nein, wir haben hier Heavy Metal mit harten Doom-Einschlägen. Und das Musik, die hört man nicht mehr oft. Musik, die aber total geil ist. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach, das mal sowas wieder in der Hand zu haben. Hier im Hintergrund hört ihr übrigens gerade den ersten richtigen Song nach dem Intro auf dem Album, Fear of the White Hand. Puh, ich mag das doch sehr gerne. Wir haben hier einen sehr, sehr, sehr klassischen Gitarrensound, der immer wieder schön viel Kraft unten rum bringt und vor allem gerne auch mal Töne stehen lässt, die, wie es halt so im Doom Metal übrig ist, sich einfach wegdrücken. Nicht blasen, wirklich drücken. Das aber alles gepaart mit dem Riffing, wie man es von so, ich sag mal, so typischen End-80er Jahre Metal kennt. Und das ist sehr cool. Es ist kein Speed Metal, aber es hat sein schönes Tempo, es hat seinen Druck. Und vor allem, wir haben eine Gesangsstimme, die man so in der Form auch nicht unbedingt jeden Tag hört. Denn wenn man jetzt an so traditionelle Doom- oder Heavy-Metal-Kapellen denkt, dann ist man halt entweder beim traditionellen Heavy-Metal sehr schnell recht weit oben oder beim Doom-Metal sehr schnell sehr weit unten. Und was soll ich sagen? Wir sind bei diesem Stück hier ziemlich gut in der Mitte verankert. Denn die Stimme befindet sich im wunderschönen Baritonbereich, wo sie schön durchdrücken kann, wo sie allerdings auch kein zu tiefer bei sich, wo sie hingrummelt, aber es auch keine ultra so hohe Stimme ist, wie es bei einem Tenor oder so bei einer überdrehten Sprechweise, wie ich sie gerne in den Tag lege, der Fall wäre. Das ist einfach so ein schönes, sonores Brummen. Macht einfach Spaß. Das Einzige, was mich auf Albumlänge so ein bisschen stört, und bei Albumlänge reden wir wirklich von 52 Minuten Musik, das ist fucking geil, aber der Sänger, ich weiß nicht, ob so eine gewisse Müdigkeit sieht, unten drunter liegt, oder ob er nicht so ganz aus sich rauskommen kann, weil es klingt immer so ein bisschen gedämpft, als könnte er nicht alles, was er eigentlich an Emotionen und Kraft in den Gesang legen wollen würde, rauslassen. Und das finde ich ein bisschen schade. Vor allem, weil ich sie ja schon live gesehen habe und ich weiß, dass er das eigentlich komplett, ich wollte gerade delivern sagen, scheiß Anglizismen, dass er das wirklich komplett rausbringen kann. Und wenn wir das so verbessert kriegen, also noch ein bisschen mehr Stütze vielleicht in den Gesang rein, dann haben wir hier ultimatives Album und wir sind mit dem jetzt hier schon enorm nah dran. In dem Sinne, meine Musikempfehlung der Woche, Moon Towers mit Crimson Harvest, gibt's auf Vinyl, gibt's auf CD, gibt's digital und die Vinyl gibt's unter anderem eine Limited Edition noch in diesem wunderschönen Rot. Zieht euch auf jeden Fall mal rein. Was ihr euch auch noch reinziehen könnt, das ist ein Abo für diesen Kanal und einen Daumen nach oben und die Hellspell zu aktivieren. Ebenfalls zu empfehlen ist hier ein weiteres Video von mir. Hier die ganzen Musiktipps von mir, damit ihr noch richtig schön viel Hörstoff bekommt. Wir sehen uns. Schön schief Noten. Bis zum nächsten Mal. Fear. The dream of those rain.